So, versuchen wir das nochmal mit dem Hochklettern. Ich muss mal ganz gucken, wo der Anfang gemacht wird. Hier, oder? Nee. Da wird gar kein Anfang gemacht. Naja, wir haben genug Leben. Okay. Schauen wir erstmal, wie wir anfangen müssen. So in etwa. Und ich muss mich zu dem hinarbeiten in der Box, die ganze Wand drauf wieder. Der Typ hat echt zu in Schaden. Schau, holen wir uns erstmal schnell einen Versuch. Ein extra Versuch, falls wir hier scheitern. So. Warte mal. So, jetzt gehen wir hier rum und hopp und hopp und hopp. So, gehen wir weiter. Alles klar. Jetzt muss ich erstmal versuchen, einen Weg darüber zu finden. Geht wahrscheinlich. Achso, da ist ein Trampolin. Hallo? Ich sehe ja gar nichts. Nochmal. Nein! Ich hab nichts gesehen, weil der Typ da in seine komische Animation neiging. Okay. Wir haben eh genug Versuche. Damit denn noch Alkohol und willkommen zurück zu Let's Play Catherine. Wir sind immer noch dabei, den Schatten von Vincent zu bezwingen. Ein ziemlich hartnäckiger Bursche. Der jetzt hier gleich wieder die halbe Wand rausboxt. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier mit den Kisten spielen, dass wir da hochkommen können. Aber mittlerweile habe ich ein bisschen den Bogen raus, wie das geht. So. Jetzt halte ich mich erstmal hier fest, auch wenn er jetzt gleich alles kaputt macht. Habe ich den Checkpoint schon mal für mich gewonnen. So, jetzt müssen wir erstmal kurz schauen. Obwohl, vielleicht brauche ich den Bock gar nicht mehr. Ich schmeiß den mal weg. Ich nehme trotzdem nur mal Münzen mit, auch wenn es nichts mehr bringt, weil der. Weil das Shop-Schaf hier weg ist. Oh nein, 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 nein. Ich hasse das, wenn das mir persönlich passiert, dass ich nach hinten rutsche. Wieso macht der das denn eigentlich? Ist der dappert oder was? So. Warte mal. Warte mal, warte mal. So machen wir das. Zack. So. Nein, dann komme ich ja gar nicht. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich da hochkomme. So könnte es auch gehen. Wenn ich mir das jetzt mal hier rüberhole. Was? Was? Wo ist der denn hin? Ich hab den gar nicht gesehen. Ich bin gar nicht rübergelenkt. Was macht der denn für einen Scheiß? So ein Driss. Egal, weiter vom Kontrollpunkt. Dann kann ich das Ganze nochmal in Ruhe überdenken. Guck, der klettert dann einfach automatisch eine Weite. Obwohl ich das gar nicht gewählt habe. Nein!
Achso, das kommt automatisch runter. Das kann man gar nicht verhindern. Okay, okay, ich hab's verstanden. Dass ich das nicht abwenden kann. Dann bauen wir uns jetzt erstmal die Treppe hier hin. Nein, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte das hier versetzt bauen. Halt, ich muss erst... Frage ist, bringt mir das was? Wir versuchen es trotzdem. Warte mal. Bringt mir ja gar nichts. Das bringt mir ja so gar nichts. Warte mal. Machen wir es anders. Hole ich mir den Kasten hier rüber. Wieso ist der... Wieso klettert der denn da einfach weiter? Obwohl ich gar nichts gewählt habe. Warte mal, wie komme ich denn da hoch jetzt? Ich wollte eigentlich zwei Blöcke hier verbinden, aber irgendwie will das Spiel das nicht. Oh, und da ist ein schwarzes Loch. Das könnte mir das helfen, weil das kann mir nicht helfen, ne? Das kann mir nicht helfen. Überlegen, wie ich hier eine Treppe bauen kann. Und zwar eine, die ich auch benutzen kann. Oh, wie komme ich denn da weiter? Was ist das denn? Da geht's nicht zurück. Aber mit dem... Ach, mit dem Klotz geht's. Jetzt müsste man nur mal überlegen... So rum geht's. Zack, 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 zack. Haha, ich hab's zum zweiten Checkpoint geschafft. Komm, 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 lass mich den Checkpoint berühren, bevor du jetzt durchdrehst. Ich sehe, ach, jetzt hat er das Licht wieder weggemacht. Wow. Your sin won't just disappear. Your sin won't just disappear. So, das Trampolin nützt mir nichts. Aber hier komme ich hoch, oder? Nee, komme ich auch nicht weiter. Also muss ich mir jetzt doch eine Treppe bauen, ne? Okay, dann bauen wir doch mal. Ja, ja, ist hier gut. Das Trampolin hat einen Vorteil, ich muss nicht alles runterbauen wieder. Und hopp. Und da haben wir noch einen Checkpoint erreicht. Oh, ich sehe gar nichts.
Bis hierhin bin ich schon mal gekommen, ne? Glaube ich. Wie machen wir das jetzt? Den Klotz kann ich auch nicht bewegen. Aber das war sinnfrei. Wie kriege ich denn jetzt einen Klotz hier mit? Ein Item täte gut. Also ich muss hier was anders machen. Warum ist das jetzt alles so rot? Okay. Achso, ich kann den Klotz ja hier drüben mitverwenden. Tatsächlich, das geht, das geht, das geht. Man musste nur überlegen, wie rum man den setzt. Ich sehe gar nichts, ey. Ich bin down besiegt. Ich muss mal was überlegen. Weil jetzt habe ich das Problem. Ich müsste doch diesen Klotz loswerden. Warte mal. So, komme ich erstmal da hoch. Und tata. Schieben wir den Klotz darüber, den hier hin. Geil. Meine Güte. Ich. Oh, hier ist so wenig Licht, ey. So. Das Trampolin habe ich freigelegt. Mal gucken, wofür ich es verwenden kann. Okay, ich hab's schon gesehen, wo es nützlich wird. So. Wenn hier ein bisschen mehr Licht wäre, wäre das ja gut. Da ist auch ein Trampolin. What the fuck? Haha, das habe ich mir hier rüber geholt jetzt. Aber ich sehe gar nichts. Ich muss das Trampolin da rüberbringen. Ich habe es gesehen. Weil hier ist eine Stufe, die man erklimmen kann. Und dann bin ich wieder oben. Da ist mein Ausgang. Wir sind dem Schatten Vinzenz, dem Albtraum, entkommen. Doch es scheint so, als ob wir immer noch nicht aus diesem Albtraum aufwachen können. Ob es uns also gelingen wird und wer ist dieses komische geheime Schaf da, was sich Steve nennt. Das alles erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Catherine. Vergesst nicht, eine Bewertung und einen Kommentar zu hinterlassen. Ich bin hier raus. Peace out!